Und ja, Leute, die erste Runde mit dem Dredge, mit dem neuen Killer. Und ich kann euch schon mal sagen, ich liebe den Killer. Ich liebe den Killer über alles. Er macht so viel Spaß, Geistesein. Neuer Main. Ist instant mein neuer Main geworden, aber das habe ich auch schon damals gewusst, wo die Leaks da waren und so. Und ja, endlich ist er da und er ist noch Spaß. Leider habe ich noch keine guten Perks. Ich hoffe, die Runde wird gut, weil ich meine, gut, ich hab schon Geiselhaken und Pop auf ihm. Aber ich habe, ja, guckt euch schon mal die Animation an. Es ist so cool. Und ich habe mir auch gleich den Skin gegönnt mit den Puppen. Ich glaube 10 Euro. Und ja, ich habe auch gleich einen Mori mitgenommen, weil auch immer es klappt. Dann kann ich gleich im Video das Mori zeigen. Ich werde jetzt etwas schneller DVD-Videos bringen. Also zu meinen WWE-Videos kommen jetzt auch wieder ein bisschen DVD. Wie gesagt, ist ja mein Bias zu meinem Hauptcontent jetzt. Pokémon ist halt so, ich weiß nicht, was ich da aufnehmen soll. Ganz ehrlich, ich habe auch nichts. Ich habe nicht mal Lust, Pokémon Night aufzunehmen. Und, ja. Da ist eine Sackgasse. Wisst ihr? Ja. Deswegen, also DVD und WWE ist zum mein Hauptcontent. Cool. Das ging schnell. Und falls ihr euch wundert, was ich da am Anfang gemacht habe mit den Schließschrank, bin ich ja gerade nicht drauf eingegangen. Und zwar ist das ein Perk von den neuen Killer. Und zwar, wenn ich einen Schließschrank öffne, ich alle Survivor, die Aura von den Survivern, die in der Nähe vom Schließschrank sind. Und ja, du kannst retten. Ja. Komm eh gleich. Und der Killer sieht einfach nur cool aus. Wisst ihr, was mich bei BDBD immer gestört hat, ist einfach. Ist einfach, dass die ganzen Killer menschlich sind. Weißt du, alle Killer menschlich, menschlich, menschlich. Meine Jungs sind der Killer. Sind sie jetzt nicht Monster, sind der Killer. Aber trotzdem, ist alle menschlich, außer Demogorgon. Das ist schon mein zweiter Haken und ich habe immer noch 5 Gems. Könnte eine entspannte Runde werden. Komm mit. Ah, hier. Yeah. Ich habe mit meinen 5000 Arme. Und ja, aber es gab halt nie so ein Monster, richtig. Also, Demogorgon, ja, okay, Demogorgon. Ist halt ein bisschen ein Monster, also ist halt so. Hat mich nicht kommen sehen, alles klar. Ich meine, man hört ja die Schließschränke, aber scheißegal. Felix! Das ist eine Runde. I'm coming. Lass mich hier raus. Ja, man kann die Survivor können die Schießschränke abschießen, damit sie halt den Killer ein bisschen was von seiner Mobilität nehmen. Aber man kann ihn nur einmal verschießen. Ich werde wahrscheinlich noch ein Video aufnehmen, wo ich ein bisschen über den Killer rede. So was er richtig so kann. Und ja, da war ich. Ah ja, mit dem Monster. Wie gesagt, Demodoku, ja, ist halt Monster, genau wie Nemesis ein bisschen. Hätte ich immer noch ein bisschen zu sehr menschlich vom Aussehen her, wisst ihr? Und der hier ist einfach wirklich komplett Monster. Es ist einfach Dix. Einfach ein. Gut, bei Jens kann ich jetzt auspuppen. Aber es ist halt einfach nur ein Fleischhaufen. Sieht aus wie ein Truthahn. Ein bisschen. Und ja, jetzt Nike aktiv. Das ist die stärkste Fähigkeit von ihm. Und. Was macht Nike ist halt so eine Fähigkeit, wo halt. Seine Passivfähigkeit, die sich nach ein paar Minuten aktiviert oder halt auch schneller, wenn man halt Survivor verletzt und so. Und zwar sehen die Überlebenden weniger, also es ist dunkler für die Überlebenden. Ich habe keinen Terrorradius. Ich kann mich schnell in Schränken teleportieren und so. Und ja, ich glaube, das war alles. Hui, guck mal, wie schnell ich bin. Ey, ich habe schon 4 Hooks. Ich habe schon 4 Hooks und es ist immer noch 5 Gens. Ich glaube, das wird eine Runde, wo ich Mori schaffen kann. Ich hoffe es. Aber ich sehe gute Dinge. Weil ich glaube, bei eines, ich glaube auch bald schon. Ich glaube schon zweimal. Ja, das ist die neue Survivorin hier. Howdy, howdy, ho oder so, keine Ahnung. Howdy, cow. Keine Ahnung. Mich interessieren die Survivor nicht. Und. Das ist so geil. Ja, nee, ja, ja, warte mal. Oh.
Renn einfach an dieses komische Puppenmonster vorbei. Dieser Skin. Den muss ich noch abzeichnen, den Skin. Unbedingt. Der ist echt cool. Es gibt auch noch einen anderen Skin, der wurde geleakt. Da besteht der Dredge nur aus Hände irgendwie. Ja, ich warte Überbrückung. Ich mache gerade eine Überbrückungs-Challenge. Also ich muss irgendwie vier Generatoren mit Überbrückung irgendwie beschädigen. Und die Challenge ist echt nervig. Ich habe neues auf Stufe 1. Es dauert ewig, der Cooldown. Ewig. So, Hoppy drauf. Und ja, es wurden halt ein Skin geleakt. Da sieht der Killer einfach aus. Also besteht nur aus Hände. Weil wie gesagt, der Killer ist einfach nichts. Es ist einfach nur eine Manifestierung der Dunkelheit. Und halt so Körperteile von irgendwelchen Verstorbenen irgendwie. Ich kann gerne mal die Lore durchlesen. Ja. Leute, wartet hier. Wisst ihr was? Na komm, ich warte jetzt hier. Ich mache es hier in Überbrücken, komm. Ja, ich habe Zeit, die haben immer noch kein Gem fertig. Und Leute, was vor? Warum ist meine Brille aus? Und Knifewood aktiv. Überbrückung. Hat er weggebracht. Hui. Aber ist meine Brille schon wieder aus oder? Die ist aus. Warte mal, ich mach die gleich mal an, wenn ich mein. Oh, meine Haare! Wenn ich jemand am Haken habe. So, ja, hier, wie gesagt, ich kann die Schießstände verschließen, aber ich kann sie auch so einfach kaputt machen. Und die können sie dann nie wieder verschließen. Aber man muss da taktisch vorgehen als Survivor. Ich habe auch schon, also viele sagen, es gibt natürlich wieder die Leute, die sagen, der Dredge ist OP. Kennt man ja. Sogar damals, als der Leak war, hat einer gleich geschrieben, der ist OP wie sonst was. Er kann sich teleportieren. Hat man bei Sataku gesehen, wie OP das ist? Nicht? Oh, ich sehe dich. Komm her. Ritz meine Puppenhand. Hm. Hui. Bilanz sinkt. Oh, mein Teleporter hat gerade zu viel. Au. Aber nicht die feine Art. Nein, ich bin falsch. Da wollte ich hin. Nein, nein, nein. Oh, nein, jetzt ist geschossen. Das ist immer noch ein Fehler, den ich gerne mal mache. Ja, ich, wie gesagt, ich muss halt mit den Killern noch klarkommen. Aber er ist mein neuer Main. Er steht fest. Er ist halt, das Coole ist halt, er ist auch nicht so frustrierend wie die Zwillinge. Zwillinge sind echt frustrierend zu spielen. Keine Ahnung, nehme ich dich. Das ist halt schade, dass die erste tot ist. Wisst ihr was, ich werde wahrscheinlich auch bei der Runde den, letzten Survivor halt die Luke geben. Ja, er hat auch eine Anti-Loop-Fähigkeit. Bisschen so wie Artist, ein bisschen. Mischung aus Artist und Spirit? Bisschen. Also er kann so gekonnt werden. Wie gesagt, man stellt da halt ein Portal dahin, sein komisches Überrest da oder was das sein soll. Stellt man da hin und dann kann man sich halt wieder zurück teleportieren. Das kann man ja halt gut in einem Loop nehmen. Aber ich werde wahrscheinlich, wie gesagt, nochmal in anderen Videos auch ein bisschen auf eingehen. Also, ihr könnt schon mal sicher gehen. Also, es werden nicht wieder Party-WD-Videos kommen. Das sind meine WWE-Videos. Weil das Problem ist ja, wenn ich DVD spiele, komme ich auch nicht zu mehr Stellen bei WWE. Und so. Und ja, dass das der letzte, Dings, der jetzt auch am Dienstag kam, das letzte hier Update hat, also war eh scheiße. Also, bei WWE, deswegen. Ich habe auch noch ein paar vorgefertigte Videos, also ist ja kein Problem. Ein paar erstellten Messer, die ich noch nicht hochgeladen habe. Und ja. Finde kein. Ich. Hier ist eine Pflanze. Ich warte immer noch auf so einen Pflanzenkiller. Es wurde jetzt auch, es gab jetzt auch schon Leaks, also es wurde schon Chapter, Hallo Felix. Guten Tag. Es wurde auch schon, Chapter 25 und 26 geleakt. Ja, richtig. War jetzt die 24.
Mann. Und ja, das nächste Chapter ist auch schon offiziell bestätigt. Also, das haben sie auch im Anniversary gezeigt. Ist halt nochmal Resident Evil. Ja, wir kriegen ein zweites Resident Evil Chapter. Leider nicht mit Karl Heisenberg als Killer, sondern hier mit, wie ist er? Albert Wesker? Der Typ mit der Sonnenbrille. Mit dem Blond dieser Blondschopf. Hallo Felix, ich bin da. Und ich kann nicht schlagen. Cool. Ja, erwischt. Komm mit, Felix. Oh, stimmt, die haben ja einen Gym fertig. Hab ich nicht mitbekommen. Ja, ich brauche nicht unbedingt einen Geiserhaken. Ja, da kann ich Kontimoren. Wegen. So, ha. Da hinten ist der Eingang. Okay, krass. Jetzt haben sie schon zwei Gens fertig. Ich muss tunneln. Eigentlich. Wie gesagt, tunneln fange ich erst richtig an, wenn ich merke, Survivor-Team ist halt sehr gut. Obwohl er halt, wenn nur zwei. Guten Tag. Du hast auch ein geiles Leben, anscheinend. Komm her. Audi. Ja, Wie kann ich überhaupt geblendet werden? Ich bin ein Nix. Ich bestehe aus Puppen. Ja. Wo war ich? Ah ja. Ja, wieder der Typ in der Sonnenbrille. Hier, Albert Wesker. Ich bin mal gespannt, wie der aussehen wird. Ich hoffe, die machen ihn wenigstens ein bisschen mutiert. Weil ich bin nicht so Fan wie bei Dead Slinger. Und so, wenn man halt wirklich nur Killer kriegt, die halt wirklich nur Mensch sind. Weißt du, als normaler Mensch. Twixer, ja, Twixer am besten. Bestes Beispiel. Deswegen hat er wenigstens noch, der war halt wenigstens noch ein bisschen, sah ein bisschen untot aus. Aber hier Twixer. Twixer ist einfach nur ein K-Pop-Sänger. Oh ja, Killer. Was brauche ich im Horror-Game? Wisst ihr? Darum hoffe ich, also ich hoffe echt, wenn der Albert Wesker. Hallöchen! Wo ist Budi? Hallöchen! Ah, die hatte ich gerade am Haken. Bin ich tunneln. Ich bin jetzt sogar Morin, glaube ich. Aber ne, wie gesagt, die kam gerade am Haken. Wie gesagt, tunneln bei so einer Runde, da ist schon ein bisschen viel. Hallo Nea! Du hast deine Freundin mit der gleichen Frisur nicht gerettet. Und? Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas explodiert. Ich habe nichts gehört. Und ja, wie gesagt, der nächste Killer wird Albert Wesker, also Resident Evil Chapter nochmal. Wie gesagt, ich hoffe echt, dass er ein bisschen mutiert aussieht. So wie aus dem fünften Teil. Resident Evil 4 kriegt er auch ein Remake. Der Endboss ist cool von Resident Evil 4. Und ja, sonst halt. Der nächste Killer nach Resident Evil, also Chapter 26, wird dann ein Original wieder. Zum Glück, weil ich mag ja die Original. Hallöchen. Hör auf zu blenden da oben. Komm her. Okay, hör's ab. Kann ich den Morin? Ja. Felix ist der Erste, der gemorit wird. Mein erstes Mal mit den, Morin, wow, geile Taschenlampe. Mori-Time. Ja, stellt sich einfach in mein Mori rein. Cool. Dankeschön. Schau dir, wie ich dein Freund fresse in der ewigen Dunkelheit und. Ach, keine Ahnung. Weißt du was? Für die Aktion die Luke. Dann suche ich jetzt die Nähe. Nee. Ah. Nee, du bist weit. Ich sehe dich. Ja.
Achso, ja, toll, die sind alle weit. Nee, ja. Ja. Ich kann das erklären. Ja. Ich kann das erklären. Ist doch kein Schrank. Ja, wie gesagt, du kriegst die Lupe. Ich jag deine Freundin. Nee, verloren. Scheiße. Hier irgendwo ein Gen gemacht, damit ich wenigstens nochmal Überbrückung raufhauen kann. Wie war das nochmal mit Überbrückung? Funktioniert das nur, wenn Überlebende am Gen sitzen oder explodieren die trotzdem? Die anderen. Ich glaube, die anderen gehen nur zurück, oder? Also ohne explodieren. Ich weiß auch gar nicht, was bei. Ob jetzt einfach nur zurückgehen oder auch jetzt komplett explodieren gemeint ist bei der Challenge. Wie gesagt, ich habe die schon letzte Runde probiert. Ich hatte gerade ein Leck. Aber, ja. Wo ist diese Nea? Diese Folge halt. Ich krieg Motten. Lass mich hier raus. Aber ja, der Killer. Viele sagen, der wird mindestens B-Tier oder auch C-Tier. Er sieht stark aus, seine Fähigkeit und so. Er hat auch viele Fähigkeiten an sich. Aber wie gesagt, gute Survivor wissen, wie man ihn loopt. Er ist map-abhängig wegen den Teleport. Und ja, wenn man halt weiß, wie man den loopt, dann ist er wieder ein M2, M1-Killer. Wisst ihr? Das Problem wie mit Sataku. Sataku ist auch sehr schnell, ist aber ein M1-Killer. Und wenn man bei ihnen weiß, wie man ihn loopt, dann ist er M1-Killer. Au. Er ist ja kaputt. Wo ist die Nähe? Na, sie juckt. Hui. Ich muss mal gucken, ob ich meine Runde Survivor gegen ihn aufnehme. Wird wahrscheinlich auch lustig sein. Aber ich will erstmal den Killer ein bisschen spielen. Ich will ihn unbedingt auf Prestige 3 machen, wisst ihr? Nightfall ist aktiv. Wisst ihr, ich suche die Nähe jetzt schon so lange, es ist abends geworden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah ja. Sorry, wieder die falsche. Ich finde es immer schlimm, wenn bei Nightfall erkennt man meistens nicht, wer ist. Oder halt auch auf der neuen Map. Die habe ich schon ein paar Mal gespielt. Es kam ja auch eine neue Map mit dem Killer dazu. Die ist dunkel! Also der Typ. So, hoffen wir mal. Achso, ja, toll, mein Rücken war noch gut. Ey, Überbrückung auf 1. Ich meine, Überbrückung ist schon ein Scheiß-Perk. Es ist nicht gut. Wisst ihr, es könnte gut sein, wenn man, wenn zum Beispiel mit Pop kombinierbar wäre, also halt auf alle Generatoren dann Pop wäre, was war ein bisschen zu stark wäre, dann wäre es gut. Aber es ist halt nicht gut, aber dann noch auf Stufe 1. Gut, dann, ey, dauert die Haare. Ist dazu. Ja, hi. Jo, hab den Nier gefunden. Komm, jetzt mit Gemorit. Ich hab den Nier, was zu sagen. Ausgerechnet in Richtung. Ich kann es klar. Ja. Brille machen. Yeah. Oh, komm her. Schieß dich auf.
Komm, werd eins mit mir und setz die scheiß Maske ab. Corona ist vorbei. So, wie gesagt, ich will jetzt eigentlich, dass du die Hedge kriegst. Weil, wie gesagt, die Runde, der Ene ist zu früh gestorben. Und ihr habt auch nur 3 Gens geschafft. Einen sogar nur, weil ich gerade nur die Nähe gesucht habe. Deswegen. Ich bin eh jemand, die eigentlich, ich gebe eigentlich, wenn wieder, wenn die Runden gut laufen. Also Spaß machen, eine spaßige Runde. Nicht so viele Deadhards, also Deadhards-Spieler, die kill ich meistens eh immer. Die werden von mir, die kriegen von mir keine Hedge. Und ja. Aber wie gesagt, wenn die Runde gut läuft und so, dann kriege ich auch immer gerne Luke. Daher wird es wahrscheinlich beim nächsten irgendein Update nicht mehr möglich sein, weil sie wollen ja Mori machen als das letzte Ding ist beim letzten Survivor. Also auch irgendwie cool, aber es ist halt schade, dass man keinen Hedgehog geben kann. Aber ja, war die erste Runde und. Ja! Hab geschafft. Nice.